Wenn du an der Entwicklung eines neuen Produktes oder neuen Verfahrens beteiligt bist und finanzielle Mittel einsammeln möchtest, dann taucht dieses Wort relativ schnell auf. Nämlich die Voraussetzung, dass etwas innovativ ist, dass es sich hierbei um eine echte Innovation handelt. Das Problem bei diesem Wort ist allerdings, dass es noch längst nicht eine allgemeingültige Begriffsdefinition von dem Begriff Innovation oder ist es innovativ gibt. Und daher geht es in diesem Video darum, dich ein wenig darauf vorzubereiten, Argumente zu liefern, ob dein Produkt, dein Verfahren tatsächlich eine echte Innovation ist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group. Und gemeinsam mit vielen anderen Beratern begleiten wir jedes Jahr mehrere hundert Unternehmer dabei, ihr Vorhaben weiterzuentwickeln oder gar komplett neu aufzusetzen als Gründer. Und häufig sind auch neue Entwicklungen dabei von Technologien und Produkten, Verfahrensweisen, die dann auch gefördert werden müssen, damit überhaupt das MVP marktreif ist, sodass das Unternehmen auch an den Markt herantreten kann. Und diese Finanzierung der sogenannten MVP, also der Minimum Viable Products oder Verfahrensweisen, beziehungsweise auch die Markteinführung in der Seed-Phase, all das sind in der Regel Risikokapitalmittel. Sprich also Gelder, die einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Man spricht auch hier von Tal des Todes für den Investor oder für den Finanzierungsmittelgeber. Und daher hat der Gesetzgeber politisch gewollt auch Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt, die teilweise auch nicht rückzahlbar sind. Damit du aber diese Mittel auch bekommst, musst du tatsächlich nachweisen, ob es sich bei deinem Verfahren, deinem Produkt um eine echte Innovation handelt. Schauen wir uns nun in der Wortherkunft den Begriff Innovation näher an und werden feststellen, es geht zurück auf den lateinischen Begriff, auf das lateinische Wort innovare. Und das bedeutet so viel wie Erneuerung oder Neuerung. In der Regel handelt es sich hier zunächst einmal um Ideen. Allerdings ist die bloße Idee noch keine echte Innovation, sondern es bedarf es noch einer willentlichen Gestaltung, also das Aufsetzen eines Prozesses, diese Idee in ein Produkt, in ein Verfahren oder in eine Dienstleistung umzusetzen, die tatsächlich etwas Neues darstellt. Aber selbst wenn diese neue Idee entwickelt worden ist, also ein Produkt oder eine Verfahrensweise entwickelt worden ist, ist es auch noch keine echte Innovation, sondern der nächste Schritt ist der Nachweis, dass tatsächlich der Markt auch positiv darauf reagiert, dass es zu einer tatsächlichen Diffusion in den Markt hineinkommt. Und genau das ist auch die Problematik beim Begriff der Innovation. Denn wenn dein Produkt noch nicht fertig entwickelt ist, also das MVP ist noch nicht fertig, der Product Market Fit ist nicht abgebildet, ist noch nicht nachgewiesen, dass tatsächlich der erste oder vielleicht 100 Kunden schon gekauft haben, dann brauchst du aber trotzdem die Finanzierungsmittel, kannst aber noch nicht nachweisen, wie gut der Markt darauf reagiert hat oder möglicherweise darauf reagieren wird. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Innovation. Das eine ist, du entwickelst tatsächlich irgendetwas komplett neu. So wie damals Apple das neue Handy oder iPhone entwickelt hat, wo die Bedienung über ein Display war. Tatsächlich gab es schon andere Produkte, aber die haben es noch nicht in die Marktreife hineingeschafft. Aber du kannst natürlich auch einfach bestehende Produkte verändern. So wie der Erfinder, der eines Tages neben dem normalen linken und rechten Bremslicht noch das dritte Bremslicht hinten in der Heckscheibe entwickelt hat und sich dann hat auch patentieren lassen. Das bedeutet also, du kannst komplett eine neue Inspiration, eine intuitive, eine Eingebung haben. Du kannst aber auch bestehende Konzepte weiterentwickeln. Genauso gibt es auch in der Musik. Entweder etwas wird synthetisiert, so wie die Black Music aus der gregorianischen mitteleuropäischen Musik entstanden ist in der Kombination mit der afrikanischen Musik, oder du lässt dir etwas komplett Neues einfallen. Am häufigsten ist der Begriff der Innovation sicherlich im technischen Bereich zu finden. Aber genauso gibt es im Bereich der Life Science, man denke nur an die Impfstoffentwicklung, immer wieder Innovation und Erneuerung. Aber auch im sozialen oder juristischen Bereich oder im Bereich der Organisationen von Unternehmen oder NPOs, NGOs gibt es immer wieder Innovationen. Und entscheidend ist, wenn du eine Idee hast, die weiterentwickelt worden ist zu einem Verfahren, Produkt oder Dienstleistung, dass du dir diese Rechte tatsächlich auch sicherst. Und auf den Weg gebracht werden solche Innovationen entweder in den großen Unternehmen und Konzernen, in den sogenannten Abteilungen für Forschung und Entwicklung.
Bei Neugründungen sprechen wir meistens von Startups, die auch das Potenzial haben, mit diesem Risikokapital die neue Innovation umzusetzen, fertigzustellen, den Markteintritt zu finanzieren und auch die Marktdurchdringung bis hin zu einem Unicorn, sprich also bis zu einem milliardenbewerteten Unternehmen auch aufbauen zu können. Wie wichtig ist nun Innovation für dich und mich, für jedes Unternehmen? Es gibt einen alten Grundsatz, der lautet folgendermaßen: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also nichts heutzutage ist sicher, selbst das ist nicht sicher, sagte Joachim Ringelnatz. Das bedeutet also für dich und dein Unternehmen, dass was heute topmodern ist, morgen vielleicht schon veraltet sein kann. Ein guter Bekannter von mir, der im Vorstand eines Unternehmens tätig war für die Produktion von Erdöl-Bohrköpfen, hat gesagt, dass er mit seinem Unternehmen genau ein Jahr Wettbewerbsvorsprung hat. Und wenn er durch seine Forschung und Entwicklungsabteilung diesen Wettbewerbsvorsprung nicht hält, und der war damals unter der Erde, die Bohrköpfe im Winkel zu verändern, sodass sie auch in andere Richtungen bohren können, wenn er diesen Vorsprung nicht halten würde, dann würden sich sofort seine Preise halbieren. Also egal, was du heute entwickelt hast, bring es gut auf den Markt, sicher dir die Rechte, aber vergiss nicht, es weiterzuentwickeln. Denn deine Mitbewerber, die schlafen nicht, die kopieren dich, holen auf und vielleicht überholen sie dich. Und der beste Weg ist es, weiter zu wachsen, weitere Erneuerungen zu entwickeln und in die Marktreife zu bringen und damit den Markt zu bedienen. Aber vergiss bitte bei der gesamten Forschung und Entwicklung eines nicht. Es geht bei der Innovation nicht darum, was dir gefällt oder wovon du so begeistert bist, denn letztendlich entscheidet nicht nur der Investor, ob er dir Geld gibt oder die Förderinstitute dir Gelder geben, sondern zuletzt entscheidet der einzige demokratische Richter in einer Demokratie und in einer freien Marktwirtschaft. Und das ist der Kunde. Das ist die Summe der Kunde, der Markt, der letztendlich entscheidet, ob dein Produkt einen echten Nutzen, Mehrwert liefert und dich auch bezahlen wird. Also achte in deinem Innovationsprozess immer dabei, dass du Feedback links und rechts von Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, den ersten Kunden oder auch von Mitbewerbern holst, um letztendlich herauszufinden, ob tatsächlich dein Produkt nicht nur eine Erneuerung ist, sondern eine relevante Erneuerung ist, sprich einen Nutzen bietet, der verkäuflich ist, wohin man sein Portemonnaie aufmacht, sein PayPal-Konto aufmacht und dich dafür bezahlt. Wenn du das verpasst, kannst du viel Zeit und viel Geld verbrennen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht dein Produkt in einem sauberen Verfahren fertigzustellen und dir die Rechte zu sichern mit unseren Rechtsanwälten, sondern auch die entsprechenden Mittel über Investoren oder Förderinstitute abberufen willst, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch und den Link findest du unterhalb des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es, teile es und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, dann wirst du auch weiterhin informiert. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg mit deiner Innovation und deinem wirtschaftlichen Vorhaben. Dein Daniel Schäfer.